Hallo, schönen guten Tag. Heute komme ich mit einem Thema, das mich schon länger ein bisschen nervt. Kennt ihr das? Ihr steckt irgendwo fest und ihr bekommt einen sogenannten netten Ratschlag. Danke, danke, danke für diesen Ratschlag. Ich weiß es ja selber, was ich machen sollte. Und Mensch, ich stecke nun mal fest und ich finde, es ist so schwierig, da rauszukommen. Aber was hört man? Viele, die sagen, es ist doch ganz einfach. Ja, für sie war es einfach, sie haben es geschafft, sie haben ihren Weg gemacht. Es war für sie aber auch nicht nur ganz einfach. Lernen, Neues entdecken, Neues anfangen ist immer wieder schwer. Und die Leichtigkeit, die kommt dann wirklich manchmal sehr stark abhanden. Vor allem mir ging es so oder mir geht es gerade so. Was brauche ich in dem Moment, wo ich feststecke, wo ich nicht weiterkomme, wo ich leide, wo ich merke, ich kann nicht loslassen, wenn es zum Beispiel einen Menschen ist, zum Beispiel einen Mann, den ich gerne hätte und ich kann ihn nicht loslassen und alle rundum und sage immer wieder, lass einfach los, das ist doch ganz einfach, schau, es habt ja noch viele andere Männer. Mensch, ich will nicht loslassen, ich will festhalten und ich spüre, ich kann nicht loslassen. Doch, doch, wenn man will, dann kann man alles, hört man doch so häufig. Ja, du vielleicht, ich. Nee, ich will jetzt nicht. Ah, okay, ich will nicht. Ich sag lieber, ich kann nicht. Es ist einfacher. Muss ich nicht die Verantwortung übernehmen? Doch diese Ratschläge, diese Sätze von unseren Mitmenschen, die helfen doch nicht wirklich, wenn der andere sagt, schau, es ist ganz einfach. Und du spürst, Mensch, es ist schwierig. Diese Sätze, im Gegenteil. Die geben mir weiterhin das Gefühl, Mann, oh Mann, bin ich so blöd oder was? Zum Beispiel muss ich ein technisches Thema lernen, zum Beispiel PC-Arbeiten. Ja, für den anderen, der es schon mehrfach gemacht hat, ist es ganz einfach und es wird auch für mich mal ganz einfach sein. Doch im Moment stecke ich fest und da helfen mir diese Sätze nicht, sondern mir hilft, wenn der andere auch anerkennt, ja, für dich ist es jetzt schwierig. Es ist jetzt schwierig. Und erst in dem Moment, wo ich liebe, was ist und was ist, ist, dass es jetzt schwierig ist. Und ich liebe und akzeptiere mich von Herzen. Jetzt ist es schwierig. Jetzt habe ich das Gefühl, ich lerne das nie im Leben. Das Gefühl ist da. Und ich ehre dieses Gefühl, ich wertschätze dieses Gefühl und ich liebe mich von ganzem Herzen mit dieser Hilflosigkeit. Das hilft mir. Hier und jetzt ist das aktuell. Dass es einfach sein wird, kann, keine Ahnung, wird schon so sein, aber im Moment stecke ich fest. Im Moment möchte ich diesen Mann nicht loslassen, ich möchte ihn festhalten. Okay, dann halte ich jetzt fest. Alles andere wird sich dann zeigen. Und eben noch diese Sätze, es ist ganz einfach, schau mal, dieses positive Denken. Mensch, wir kennen das ja von der Kindheit, oder? Wie oft haben unsere Eltern immer wieder gesagt, ah, stell dich nicht so an, das ist doch nicht so schwer, komm schon. Wenn ich erzähle, meine Freundin hat mir die Freundschaft gekündigt und jetzt ist sie mit meiner Erzfeindin befreundet. Ah, stell dich nicht so an, das ist doch nicht so schlimm. Mama, doch, es ist schlimm. Sieh mich, sieh meinen Schmerz, sieh meine Verzweiflung. Und auch da plädiere ich, hey, liebe Eltern, geht hin zu euren Kindern und fühlt mit ihnen den Schmerz. Oder wenigstens begleitet sie in ihrem Schmerz. Haltet sie fest, nehmt sie in den Arm, das hätte ich gebraucht. Das brauchen die Kinder in der Kindheit, jemand, der da ist im Schmerz. Nicht jemand, der ganz schnell sagt, ach, das ist ganz einfach, das geht wieder vorbei, schau, komm, isst doch gerade noch eine Schokolade. Ja, danke, mit 20 Schokolade und nochmal Schokolade, okay? Ja, ihr wisst ja, wo das hinführt. Darum,
diese Ratschläge, hört auf damit. Schaut hin, hört zu. Fragt den anderen, was fühlst du, was ist jetzt da? Unterstützt den anderen und sagt ihm, hey, lerne dich anzunehmen in dem, was ist. Und da kommt der zweite Punkt. Häufig verurteile ich mich ja selber, dass ich mich so blöd anstelle, dass ich es nicht kann. Halt! Da brauche ich vielleicht jemanden an meiner Seite, der sagt, hey, sei liebevoll mit dir, geh liebevoll mit dir um. Halte dich selber fest, sei für dich da. Und auch das ist hier, was ist hier und jetzt. Genau das, was ist. Ich liebe das, was ist. Und wenn ich mich jetzt ablehne, liebe ich mich in meiner Ablehnung gegen mich selber. Und erst dann kann es sich verändern. Und erst wenn ich liebe, was ist. Okay. In diesem Sinne wünsche ich, hört den anderen Menschen zu. Gebt keine Ratschläge, die bringen überhaupt nichts. Man kann vielleicht Fragen stellen, aber hört ihnen zu. Denn das, was ist, ist genau das, was jetzt richtig ist für den jeweiligen Menschen. Und wenn es Schmerz ist, hört auf, die Menschen aus ihrem Schmerz rauszuholen. Denn Schmerz hilft häufig weiter in der eigenen Entwicklung. Im Schmerz bewegt man sich, da liest man mal ein schlaues Buch oder man geht mal in eine Therapie. Und darum, seid einfach da für den anderen. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag im Lieben, genau das, was ist. Tschüss, bis ein anderes Mal.